Mein lieber Moderator für das nächste Panel der Future Debates, der Vizepräsident vom BVDW, Harald Fortmann. So, meine Damen und Herren, herzlich willkommen nochmal zur letzten Session heute in der Debate Hall. Ganz spannendes Thema. Uns trennt ja nur noch eine Stunde von einem anderen großen Event. Der eine oder andere wird vielleicht auch genau wie ich darauf hinfiebern. Die neue Apple Keynote, kommt das iPhone 5, ja oder nein? In dem Zusammenhang eben auch, darf ich einen der Artikel zitieren, vor kurzem im Wall Street Journal, der Kampf der Systeme. Ja, wir sprechen gar nicht mehr von einzelnen Playern oder sonstiges, sondern es geht mittlerweile um Systeme. Die Systeme sind Apple, Microsoft und Google. Und ich freue mich heute sehr, dass wir zumindest zwei der Teilnehmer hier haben. Ich weiß, dass auch einige Apple-Mitarbeiter heute hier im Publikum rumschwirren. Aber als Aussteller haben wir sie noch nicht hier gewonnen. Da müssen wir wahrscheinlich noch ein kleines Jahr warten. Wir haben jetzt in der großen Future of Search-Debatte zwei aus der Werbetreibindustrie und eben die zwei Player der großen Suchmaschinen hier vor Ort. Ich darf als erstes begrüßen Dr. Peter Figge, CEO von Jungformat. Markus Frank, Chef von Microsoft Germany. Lars Lehne, Agenturchef von Google. Und zu meiner großen Freude auch eine Dame auf dem Panel, Susanne Wallraff von Danone Germany. Das gab sogar Zusatzapplaus, das ist doch hervorragend. Herzlich willkommen allerseits. Sie kennen das Prozedere vielleicht schon für die meisten von Ihnen, die heute schon hier waren. Sie haben so eine kleine Maschine unter Ihren Beinen. Mir wurde gesagt, ich darf nicht mehr zwischen den Beinen sagen, also unter den Beinen. Da gibt es so Antwortknöpfe drauf und ganz, ganz wichtig, drücken Sie bitte auf Senden. Wir fangen schon mal mit der ersten Frage an. Bis die Ergebnisse kommen, können wir nämlich hier ein paar Fragen stellen. Wenn die Technik mal die erste Frage einstellen könnte, wunderbar. Für welche Marketingziele nutzen Sie Suchmaschinenmarketing? Antwort 1, nur für Performance-Marketing, also um Leads oder Verkäufe direkt zu generieren. Ja, der klassische alte Weg. Nur für Branding- oder Awareness-Zwecke, für Performance- und Branding-Zwecke, für Performance-Marketing und Branding-Zwecke, weil man kann eigentlich beides gar nicht richtig trennen oder eben überhaupt kein Suchmaschinen-Marketing. Da bitte eben 1, 2, 3, 4 oder 5 drücken und dann bitte auf Senden drücken. Wir starten mit einem kurzen Teaser-Film als erstes. Also den brauchst du ja gar nicht einspielen. Da bitte die Technik einmal den Film abspielen. Jetzt muss ich das auch überbrücken, oder? Nein, komm nicht. Kein Film? Es liegt kein Film vor? Gut, dann machen wir es ohne Film. Wir sind ja völlig flexibel, ist ja überhaupt gar kein Problem. Das ist Technik, das ist live. Großes Thema ist eben die Suchmaschine. Wir sind jetzt im Jahre 12 eigentlich von Google AdWords in Europa. Bisher war Suchmaschinenmarketing immer sehr stark durch das Thema Performance, Lead-Generierung und so weiter aufgestellt. Und wir sehen einen ganz großen Trend, den wir hier insbesondere bei Google, weil einfach auch Microsoft eine andere Konstellation sehen, die über alle Kanäle gehen. Das heißt, wir sprechen über Social Search, Zungenbrecher, und über das ganze Thema Mobile Search, was natürlich auch, wie wir heute Morgen auch in verschiedenen anderen Panels gesehen haben, eine große Bedeutung ist. Wo geht Google hin? Wo gehen eben die Thema Social, Mobile und normale Search eigentlich aus der Sicht des großen Players im deutschen Markt hin? Ich glaube, die Frage geht an mich. Eigentlich hätte die der Film beantworten sollen. Wir haben eben schon überlegt, ob wir den jetzt tanzen oder spielen sollen. Wo geht Google hin? Ich glaube, was die beste Erklärung ist, Google geht in Google Plus und Google Plus verbreitet sich auf alle anderen Produkte. Und Google Plus ist sozial und Google Plus ist ein weiteres soziales Netzwerk, das allerdings hauptsächlich den Sinn und Zweck hat, neben seiner Existenz als solches, die Suche sozialer zu machen und sozial anzureichern. Ich glaube, das ist von vielen missverstanden worden. Der Film hätte es schön zeigen können, auf der .com läuft das auch schon, also auf der Google.com, da kann man es ausprobieren. Wer ein eigenes Google Plus Profil hat, wird dort merken, dass wenn er Suchen eingibt, er nach der Antwort entweder innerhalb seines sozialen Netzwerks suchen kann, ausschließlich, oder nach wie vor innerhalb der gesamten Suchanfragen, also der globalen Wisdom of the Crowd, oder sie miteinander vermischen kann. Und ich glaube, jeder, der im Zweifel schon ein Google Plus Profil hat und vielleicht mal auf YouTube einen ganz bestimmten Film sucht und dann im Zweifel 3 oder 4 sehr ähnliche kriegt, wird als allererstes auf die reagieren, wo der kleine Plus-Button mit einem Foto eines
Freundes, eines Zirkelfreundes, wie auch immer, drunter auftaucht, als Garant dafür, ah, das ist der, den ich gesucht habe, weil es kann ja nur der sein, denn mit dem habe ich ihn mal geshared. Ja, wir gehen in der Suche wesentlich sozialer und wollen sie damit auch emotionaler machen und wesentlich mehr anreichern, bedeutender und wichtiger für denjenigen, der sucht. Ich hatte das Vergnügen, muss ich wirklich sagen, vor ein paar Jahren Steve Ballmer mal kennenzulernen in den USA auf dem Kongress. Und ich weiß noch genau, wie er gesagt hat, also wir haben lange Zeit auf der Suche rumgedoktert, aber das ist jetzt das Thema für die nächsten Jahre und wir werden auch in dem Bereich wachsen. Wir haben Gott sei Dank leider, was auch immer der jeweilige dann auch sieht, immer noch eine sehr starke Marktdominanz von Google im deutschen Markt. Nichtsdestotrotz ist Microsoft ja sehr breit aufgestellt. Wir sind ja auch hier am Stand über viele Produkte und viele Bereiche. Was ist die Antwort von Microsoft aus diesem ganzen Thema? Social ist ja auch nicht das Kernthema jetzt. Wie reagiert ihr darauf? Ja, also zum einen muss man sicherlich sagen, der Trend zu Social ist natürlich, ich glaube, der entscheidendste Trend, der sich im Bereich der Suche auch innerhalb der Suchergebnisse auch darstellen lässt. Wir werden keine eigene Social-Suche à la Google Plus in der Form anbieten, sondern wir sehen Microsoft Bing als Suchmaschine vor allem als sehr offene Plattform. Das heißt, wir nutzen alle verfügbaren Datenkanäle. Und der entscheidendste Datenkanal zum Thema Social ist natürlich Facebook. Insofern ist Facebook für uns ein sehr, sehr wichtiger Partner, mit dem wir auch einen Exklusivvertrag haben, dass alle Facebook-Datenfeeds komplett in die Suchmaschine Bing integriert werden. Was in den USA sehr, sehr gut funktioniert. Dort ist der Marktanteil von dem kombinierten Yahoo- und Bing-Netzwerk mittlerweile über 30%. Insofern ist da sicherlich noch einiges aufzuholen zu Google. Aber wir sehen, dass wir da ein positives Momentum haben und was in anderen Märkten sich natürlich auch dementsprechend fortsetzen wird. Wir sehen hier die Ergebnisse der Umfrage. Mehrheit ganz klar für Performance-Marketing und Branding-Zwecke mit verschiedenen Kampagnen. An zweiter Stelle eben auch ganz stark auch dann zu erwarten natürlich, nur für Performance-Marketing, also das sind natürlich wahrscheinlich auch die richtig auf die Sales ab sind. Ich glaube, keine große Überraschung, aber wir sehen eine sehr gemischte Audienz hier, die eben auch alle Bereiche hier einsetzt. Frau Wallraff, Danone, einer großen FMCGs, großer Hersteller, glaube ich, jedem bekannt, brauche ich Sie jetzt nicht einzuführen. Wo stehen Sie heute in Ihrem Bereich, in Ihrem Planning mit diesem ganzen Thema? Ist die Suche tatsächlich auch schon bei Ihnen als Werbetreibenden ein Bestandteil des Media-Mixes? Und wenn ja, auch, wie sehen Sie die Entwicklung, insbesondere in Richtung Display-Marketing, eben auf der Plattform wie Google und eben, wie binden Sie da das ganze Thema Social ein? Ja. Also wir gehören zu Nummer 2, also sind mit 9% in der absoluten Minderheit. Gut, wir verkaufen nichts im Netz, wir machen eigentlich nur auf unsere Marken aufmerksam. Von daher ist das wahrscheinlich nicht verwunderlich. Wir haben unsere Search-Ausgaben, sage ich mal, in den letzten Jahren deutlich erhöht. Wir haben auch einen Joint-Business-Plan mit Google weltweit. Von daher glauben wir sehr stark an Search. Wir haben auch über das Media Efficiency Panel ganz klare Aussagen, dass die Leute, die unsere Webseiten besuchen, mehr kaufen. Wie kommen die Leute auf die Webseiten? Sie kommen natürlich über Search vor allen Dingen auch dorthin und von daher ist es für uns hochrelevant, auch für reines Branding. Mhm. Vor kurzem war ich auf einem Panel mit einem Social-Media-Vertreter und er sagte, eigentlich ist die Suche tot. Ja, die richtig guten Antworten, vor allem die zielgerichteten Antworten, kriege ich, wenn ich bei Facebook oder Twitter eine Anfrage stelle. Ganz ehrlich, meine persönliche Erfahrung, da kommt fast nie eine Antwort. Also das heißt, sind eh alle sehr passiv. Dann hast und du die falschen Freunde. Ich bin ja gar nicht auf Facebook. Aber bei Twitter funktioniert es nicht. Peter, ihr seid eine der, wenn nicht die kreativste Agentur in Deutschland mit sehr spannenden Kunden. Ist das Thema Social, weil Kundenempfehlungen ein Thema für euch, für eure Kunden? Das heißt, wir kennen die Statistik, 90% der Menschen vertrauen Empfehlungen von Freunden, nur 14% vertrauen Werbung. Das heißt, binde ich jetzt Social in die Werbung ein, um sie vertrauensvoller zu machen? Geht ihr diesen Weg oder ist das alles nur ein Wunschdenken? Also ich glaube, es ist noch relativ viel Wunschdenken dabei. Grundsätzlich ist das Prinzip natürlich richtig.
wenn ich eine Empfehlung bekomme, eine Bestätigung bekomme von jemand, der mir wichtig ist, sei es ein Freund, ein Kollege oder ein Bekannter, den ich einschätzen kann, dann ist das natürlich relevant. Das sieht man ja auch, wenn wir generell über Bewertungen diskutieren. Von wem kommt denn eigentlich die Bewertung und wie nah ist der denn mir eigentlich und wie gut kann der mich überhaupt einschätzen? Das ist ja eine ganz kritische Frage. Sprich, wenn ich jetzt an Social Search denke und wenn ich an die Nutzung von Google Plus denke, ist natürlich durchaus die Frage, ist das jemand, der 1.500 Freunde gesammelt hat und der dann von irgendjemand, an den er sich vielleicht vage oder gar nicht erinnern kann, eine Mitteilung bekommt, dass er den gleichen Film gut findet, dann ist das kein gutes Word-of-Mouth-Marketing und dann hat das auch am Ende kein Ergebnis, weil es keine Relevanz hat, weil derjenige tatsächlich einfach nicht nah genug ist. Insofern ist schon die Frage, es kommt sehr stark auf die Qualität am Ende des Kontaktes an und dann kommt man noch einmal die anschließende Frage, inwieweit kann ich das dann für Werbung tatsächlich nutzen. Mhm. Vielen Dank. Ja, gerne. Ja, ich würde dazu gerne was sagen. Wenn ich mir heute angucke, auf der Activia-Seite zum Beispiel, habe ich 3 Google Plus Kontakte, Freunde. Also ich habe keinen Account. Ich sehe das nur, wenn die Google-Kollegen, die mit uns zusammenarbeiten, da reingehen. Das heißt, wir haben 3 Mitarbeiter von Google, die quasi die Google-Kontakte da sind. Da stellt sich natürlich auch die Frage, wie qualitativ wertvoll ist das und wie ist vor allen Dingen auch die Reichweite und die Breitenwirkung da im Moment? Weil die ist jetzt aus meiner Sicht im Moment noch nicht so gegeben. Ne? Und sind dann meine, sage ich mal, Google Plus Freunde wirklich die Experten, ja? Oder ist eigentlich dann der, wie auch immer geartete Algorithmus der Experte? Also da sind für mich noch so ein paar Fragezeichen, weil einmal beschränke ich es auf die Experten, auf Google Plus und zum anderen, was ist dann wertiger, ein Algorithmus oder, ne? Ja, gute Frage. Also ich meine, Markus erzählt gerade, sie kooperiert mit Facebook. Facebook ist sicherlich die größte Plattform in dem Bereich. Ist Google Plus ein Friedhof? Kann man das so sagen? Das ist eine der Dinge, die uns immer wieder vorgehalten werden. Der große Unterschied zwischen Facebook und Google Plus liegt schlicht und ergreifend daran, dass ich zu Google Plus gehe, um Inhalte zu finden. Das heißt, es gibt keinen Massenstream. Das Ding ist zu, es ist tot, wenn ich erstmal reingehe, es sei denn, ich springe auf einige offenen Seiten. Ich baue mir also meine Zirkel, ich suche mir die Freunde entsprechend aus und kann sie auch katalogisieren und weiß ziemlich genau, welche richtig wertig, welche es nicht sind und wen ich was poste. Gehe ich zu Facebook rein, bin ich auf den ersten Wurf erstmal in diesem Wahnsinnsstream, in dem unglaublich viel passiert, aus dem ich mir im Zweifel was rauspicke oder draufspringe oder mitlese. Bei Google Plus ist es zunächst mal ruhig. Ich muss es mir bauen. Ich baue mir mein Programm, ich baue mir die Inhalte, die ich haben will. Und ja, wir sind in Deutschland bei weitem noch nicht so weit. Wenn ich offiziellen Zahlen Glauben schenken darf, dann sind das um und bei 2 Millionen Menschen, die da drauf sind. Das ist noch nicht viel. Das ist weltweit sehr viel. Das ist vor allen Dingen in den Staaten sehr viel. Und deswegen funktioniert diese Funktion der sozialen Suche oder der Anreicherung um die sozialen Kontakte auch erst in den Vereinigten Staaten. Wir haben es hier noch nicht freigeschaltet. Da merkt man aber zumindest erstmal als Privatnutzender und noch nicht unbedingt als Company, was es einem für unglaubliche Vorteile bringt. A, ich habe sie von vornherein einkatalogisiert. Es sind nicht 7.828 irgendwelcher Freunde, sondern A, bestimme ich, welche es sind. Die einfach nur aufspringen und mir folgen wollen, kriegen von mir auch keine Nachrichten. Ich habe momentan auf Google Plus, ich glaube, 800 Follower. Denen sage ich nichts, weil ich poste nichts public. Ich poste es in meine Kreise und da weiß ich auch, wen ich drin habe und wem ich vertrauen kann. Und wenn deren Fotos irgendwo auftauchen innerhalb der normalen Suche, dann hat das für mich eine ganz besondere Bedeutung, einen besonderen Wert. Anders als wenn es einer von 7.000 wäre, die ich im Zweifel gar nicht kenne. Also man muss mit dem Tool wesentlich mehr intelligenter und intensiver umgehen und wesentlich weniger sich passiv berieseln lassen, was ich rein theoretisch bei Facebook hervorragend kann, das kann ich bei Google Plus gar nicht. Da muss ich sehr aktiv teilnehmen, sehr aktiv bestimmen, mit wem ich zusammenarbeite, welche Informationen ich haben will und wo ich vielleicht auch einfach nur aufspringe, also auf eine Community, die offen ist. Heißt für mich auch in der Übersetzung auch, es ist relevanter am Ende des Tages. Also das heißt, das Versprechen der Relevanz ist höher. Naja, es ist ehrlicherweise dann relevanter, wenn tatsächlich die Aktivität stattfindet und entsprechende Nutzung stattfindet, dann wird es relevanter. Ja, gut. Wir blenden kurz die Frage 2 bitte ein und auch da nochmal ein bisschen Sport zum Abend. Den Facebook-Daumen drücken. Social Media ist gekommen, um zu bleiben. Darüber ist man sich heute einig. Wie wichtig ist Social Media für die Suche? Das heißt, bereichert es die Suche oder nicht? Antwort 1, Social Media hilft, die personalisierte Suche relevanter zu machen. Antwort 2, Social Media und Search. Ist das neue Word-of-Mouth-Marketing? Nummer 3, Social Media sollte nicht mit der Suche vermischt werden, damit die Suche neutral bleibt. Oder Sie haben keine Meinung dazu, das sei Ihnen auch gegönnt zu so später Stunde. Thema Video. Ja, Google hat mit YouTube natürlich eine extrem starke Bewegtbildplattform. Also wir sprechen ja auch von der zweitgrößten Suchmaschine der Welt.
ist die Suche tatsächlich, passiert sie auf der YouTube-Plattform oder sehen wir sie eher auf der Search-Plattform, die einfach diese verschiedenen Aggregate hier auch zusammensammelt? Beides. Beides und zunehmend auch innerhalb Google Plus. Die Idee ist ja am Ende, ein Google Plus auch zu so einer Art Dashboard des Internets zu machen. YouTube ist bereits integriert, das heißt, ich kann mir auf Google Plus auch die Filme ganz normal angucken. Ich kann sie auch im Hangout sharen. Es können sich also auch 2, 3 und 10 Leute gleichzeitig ein Video angucken, das ich parallel aus YouTube reinhole. Aber die Suchen finden auf beiden Seiten statt, also ganz konkret auf YouTube nach ganz bestimmtem Content oder aber der von uns in Anführungsstrichen gepushte Content, der vorhanden ist zu der Suchanfrage, die auf Google stattfindet. Da ist beides gegeben. Ja. Peter, wie beratet ihr heute eure Kunden zu diesen ganzen Themen? Also wir haben bei beiden Plattformen, sowohl im Microsoft-Netzwerk wie bei Google natürlich, eine unendliche Vielfalt an Möglichkeiten, hier Werbung zu betreiben. Ist es eine einheitliche Beratung, die stattfindet, oder geht ihr immer noch nach Kanal vor? Na, wir bemühen uns, das Ganze so wirklich gesamthaft wie möglich anzusehen. Das ist nicht bei jedem Kunden und nicht bei jeder Marke der Fall, weil da auch ganz unterschiedliche Voraussetzungen sind. Also wie zum Beispiel sind auf Kundenseite tatsächlich Performance-Themen und Branding aufgehängt, wie nah sind die aneinander. Was uns aber schon extrem wichtig ist und was wir versuchen immer wieder in die Diskussion zu bringen, wenn wir uns vorstellen, inzwischen sind wir alle multi-device-mäßig unterwegs, wir haben das iPad oder etwas anderes während des Fernsehens neben uns liegen und sehr, sehr häufig passiert irgendetwas und ich suche dann parallel dazu oder direkt nachgelagert. Ich möchte Bestätigung, ich möchte eine vertiefte Information und da glauben wir schon ganz fest, es ist extrem wichtig für die Markenbildung, dass dann auch was kommt, dass dann was Relevantes kommt, dass es auch so kommt, dass ich es schnell sehe und dass es idealerweise natürlich, Stichwort Dashboard, irgendwann auch auf eine Art und Weise kommt, was nicht nur einfach eine Linkliste ist und möglicherweise die Marke oder das Thema auf der zweiten Seite stattfindet. Da wissen wir alle, dann ist das praktisch tot und wird nicht wirklich gefunden. Also das ist etwas, wo wir schon versuchen, darauf zu achten, wenn eine Kampagne entwickelt wird, dass zum Beispiel dieser Zusammenhang auch idealerweise gegeben ist. Ja, Markus? Darf ich zu dem Thema Stichwort Dashboard was sagen? Ich glaube, der für uns wichtigste Teil ist, eine Menge von Nutzerfeedback auch immer wieder mit zu verarbeiten in den verschiedensten Märkten. Wir sehen zum einen, dass sich die Suchmaschinen vom Seitendesign, also auch in den verschiedensten Märkten, unterscheiden müssen. Aber der entscheidende Teil ist das Thema Design, was Sie angesprochen haben, dass wir wirklich mit einem Spaltendesign arbeiten wollen, wo wir auf der einen Seite zeigen, was im Netz gefunden wird, wo wir auf der anderen Seite daneben den sozialen Datenfeed zeigen. Und wenn man dort dementsprechend natürlich jetzt ein Restaurant eingibt in Mailand oder in Köln, dann würde dann dementsprechend eine Liste von Links kommen, die von der Bing-Suche auch gefunden wird. Daneben würden aber dann die Lokale angezeigt werden, die aus dem Freundeskreis auch empfohlen werden. Und dadurch hat man natürlich unmittelbar eine ganz, ganz andere Möglichkeit der Verzahnung. Und daneben gibt es dann nochmal die Möglichkeit, dass Bing als dritte entscheidende Spalte zusätzlich Informationen liefert, wo findet man diese Lokale. Man hat unmittelbar eine Verzahnung natürlich zu anderen Diensten, also kann dann dementsprechend gleich Skype beispielsweise nutzen, um dort anzurufen. Also der entscheidende Teil ist quasi Content anders dargestellt, Content besser verzahnt und natürlich die Suchmaschine insgesamt auch übers Betriebssystem viel, viel besser verzahnt. Wir sehen das Ergebnis gerade von der Umfrage von gerade. 42% sagen, ja, die Social Media hilft, die personalisierte Suche relevanter zu machen. 32% sagen aber nein, die Suche sollte autark bleiben und gar nicht vermischt werden mit dem ganzen Thema Social Media. Wie sehen Sie das als Werbetreibender? Also ich hätte, glaube ich, auch eins gewählt, zumal ich die Entwürfe, die ich jetzt, ich weiß gar nicht, ob das jetzt alles schon umgesetzt ist, von... Größtenteils auf .com, ja. Ja, also das ist ja heute schon so, dass ich einen Google Plus Account im Grunde noch auf der rechten Seite, oder nicht den Account, sondern die Hinweise abgebildet kriege, also eben so, wie Sie es auch dargestellt haben. Und das finde ich natürlich super spannend. Von daher macht es schon Sinn, das irgendwie miteinander zu verknüpfen auch. Mhm. Ich glaube, was man hier gut sieht, wenn ich kurz eingreifen darf, der Punkt 3 ist einer, der einen natürlich, wenn man da so viel Geld reingesteckt hat und wie wir beide auch sagen, das ist das, was wir vorantreiben wollen, entscheidend ist, dass es abstellbar ist. Wir werden nie zwangsvermischen. Bei uns gibt es auch keine Spalten nebeneinander, sondern entweder ich habe das eine oder ich habe es vermischt. Und ich kann es per einfachem Mausklick verändern. Sieht das sogar ganz spannend aus, mal zu sehen, per Klick, wie verändert sich eigentlich mein Suchergebnis? Ob ich jetzt eingeloggt bin als User, ob ich also sozusagen anonym die ganze Welt befrage, ob ich mit meiner Search History eingeloggt die Welt befrage und ob ich dann noch zusätzlich meine sozusagen Suchergebnisse aus dem sozialen Netzwerk dazu haben will. Entscheidend ist, dass ich die freie Wahl habe. Das zeigt, dass wir da richtig liegen mit den 32%, die per se sagen, nein, ich möchte das gar nicht vermischen. Gut, ja. So, dass es nicht zwangsvermischt wird.
Ich empfehle jedem, der da offen genug ist, da auch mal mit rumzuspielen, was es eigentlich heißt, auf einem Account zu suchen, also eine Suchhistorie mit da drin zu haben, oder eben, wenn ich ein entsprechendes Profil habe, sei es auf Facebook und Bing nutze oder in Google Plus und bei uns bin, zu sagen, was passiert? Bringt mir das den Mehrwert, ja oder nein? Habe ich da was von? Dann lass es halt aus. Aber gut, dass das so rauskommt und gut, dass es abschaltbar ist. Der Zwang wäre in diesem Fall, glaube ich, verkehrt. Ich glaube, ein wichtiger Aspekt ist in der Form noch, dass viele natürlich auch unter uns das Nutzungsverhalten, vor allem natürlich jetzt mit den sozialen Netzwerken, extrem stark verändern werden. Die Informationen, die man im sozialen Netzwerk hinterlässt, die werden wesentlich restriktiver in Zukunft von dem einzelnen Nutzer auch in den Nutzungsbedingungen geschalten, weil man dann plötzlich natürlich auch über die Suchmaschine sieht, was denn alles an Informationen eigentlich von jemand auch preisgegeben wird. Und ich glaube, in dem Moment wird der Teilnehmerkreis der Kreise oder der Facebook-Freunde eher wieder kleiner, beziehungsweise die Restriktionen werden einfach zurückgefahren. Ich würde gerne nochmal auf das Thema, was Sie eben sagten, mit den, wie briefe ich eigentlich die Agentur oder was sollte die Agentur empfehlen? Für mich ist ganz wichtig, und wir machen das definitiv nicht gut, wir briefen immer noch TV-Spots und wundern uns dann, dass das nicht so richtig funktioniert. Da müssen wir uns gleich nochmal unterhalten. Ja. Aber ich glaube, dass es ganz wichtig ist, dass man sich, wenn man brieft, bewusst ist, welche Kanäle es eigentlich alle gibt und dass ich quasi diese Big Idea briefe und diese Big Idea dann auch auf alle Kanäle, ist das jetzt sozial, ist das jetzt Search, ist das ein Spot, ist das eine Printanzeige, auf alles umsetzbar ist. Und Aber also ja, ne, hören wir natürlich gerne und freut einen immer, aber ehrlicherweise glaube ich, da haben wir alle miteinander noch einen extrem langen Weg zu gehen. Denn das bedeutet am Ende auch, dass man ganz andere Vorläufe hat, dass man mehr Zeit für Planung braucht, weil da iterativ dann auch Dinge laufen müssen. Ja. Das heißt nicht, dass man sich konzentriert auf die Produktion eines TV-Spots bis zur dann doch relativ spät noch Zeit lassen kann. Und jemand zu erklären, dass wir jetzt möglicherweise das ganze Thema TV ausrichten an Kriterien, die mit Suche oder mit POS zu tun haben und ganz andere Abläufe haben, da glaube ich, da haben wir dann doch noch einen etwas längeren Weg vor uns, bis das so läuft. Aber anstreben muss man es natürlich. Ja. An der Stelle ärgere ich eben auch immer meine Professorenkollegen, die BWL lernen, die immer noch dieses AIDA-Prinzip lernen. Sag mal, AIDA, das ist so der alte Schuh. Wir sprechen heute von AISAS, ja, Action, Interest, Search. Attraction, Interest, Search, Action und dann Share. Das ist ja die neue Realität und passt ja auch genau zu der Aufstellung, die eigentlich hier gewählt wird. Ich mache es ein bisschen leichter, mach aus I einfach Internet. Attention. Mach noch ein Zero Moment of Truth rein und so weiter. Nicht so viele Buchstaben. Das sind vier Buchstaben. Ne? Peter hat es gerade schon angesprochen, Multi-Device. Das ist ja auch so ein Thema, was mich wahnsinnig rumtreibt. Wir haben es auch gerade schon gehört, wir briefen immer TV rein. Also für viele große Marken ist halt immer noch so, TV das große Ding. Damit erreiche ich meine Reichweite. Das Internet ist ja schon lange da, ist noch nicht so ganz in den Köpfen drin. Aber Multi-Device ist auch ein Thema, wo beide Hersteller natürlich auch agieren. Ja, das heißt, ihr habt genauso Betriebssysteme für Computer, ihr habt einen Browser, ihr habt Betriebssysteme für Telefone und Co. Ist das heute schon Realität oder ist es mal wieder nur so ein Hype, der gerade getrieben wird, weil man doch das ganze Thema, was wir auch gerade hatten, von wegen Nutzungsverhalten analysieren und so weiter, pro Gerät analysiert und letztendlich den Kunden, der montagmorgens um 10 Uhr im Büro nachschaut, wo kann ich nächstes Wochenende hinfährt, die Buchung aber tatsächlich auf dem Heim-PC oder auf dem Mobiltelefon stattfindet, gar nicht in dieser Weise ansprechen kann? Ja, es ist tatsächlich Realität. Ich kann Sie nur alle einladen, zu unserem Microsoft-Stand zu kommen. Jeder, der Windows 8 nutzt, und es gibt eine ganze Vielzahl von Kunden, die sich 1 Million Menschen am allerersten Tag in 24 Stunden Windows 8 runtergeladen haben. Ab 26. Oktober wird es im Markt verfügbar sein. Da wird zukünftig die Nutzungssituation in der Form aussehen, dass ein Nutzer sich mit einem Profil einwählt und dieses Profil, egal auf welchem Rechner in der Welt, wiederfindet. Das heißt, da, wo man in der Arbeit mit seinem Profil geendet hat, und man kann dementsprechend sagen, links ist zum Beispiel, sind meine Kacheln oder meine Applikationen für die Arbeitswelt, rechts sind die Applikationen für das private Umfeld, zu Hause wählt man sich in den PC wieder ein. Und dort werden alle Informationen natürlich dann auch wieder gespeichert. Das heißt, man hat dann auch die Möglichkeit, über die gemeinsame Werbeplattform genau festzustellen, welches Ad hat welcher Nutzer in welcher Häufigkeit gesehen. Wer nicht bis Ende Oktober warten will, das geht bei Google schon seit einem Jahr. Entschuldigung. Ja, hier gab es ja auch die AGB vor kurzem. Die AGB-Änderung, das ist natürlich ein Thema. Das heißt aber auch, Frau Rauch, Sie haben gerade auch zugegeben, beziehungsweise du hast es ja letztendlich auch gesagt, weil die bösen Werbetreibenden uns ja nicht als Agenturen genug Zeit lassen, richtig zu planen. Sie planen nach wie vor
kanalweise. Also das heißt, sie planen TV, ohne zu berücksichtigen, dass eben der Second Screen letztendlich der Rückkanal des Fernsehens ist. Ja, Smart TV, HBBT TV ist ja alles Wunschdenken. Letztendlich, wir haben es heute Morgen bei der BVDW-Pressekonferenz auch aufgezeigt, 71% der Menschen, die ein iPad oder ein Tablet-PC nutzen, nutzen es vor allem, um abends online zu sein. Ja, Rückschluss ist natürlich, wo bin ich abends? Vom Fernsehgerät. Das heißt, habe ich hier eine Korrelation? Wird sich tatsächlich nicht in Ihrem Denken der Mediaplanung oder der Mediastrategie so berücksichtigt? Also, nee, das ist nicht ganz richtig. Wir Medialeute, glaube ich, wir denken das schon deutlich vernetzter auch von Anfang an, aber es ist halt nicht so einfach bei den klassischen Marketingkollegen, die ja im Grunde nach die an den Inhalten arbeiten, das Thema von vornherein mit zu verankern. Also es ist jetzt weniger auf Mediaseite als auf der, wir Unternehmen müssen umdenken und wir sind da schon ein Stück weit gegangen, aber wir fallen sehr leicht in diese klassische TV-Denke zurück. Nun sind wir auch ein sehr TV-getriebener Laden, also von daher, ja, wird auch immer unser Leitmedium bleiben, sicherlich. Aber solche Sachen sollten halt berücksichtigt werden und das ist für mich, das ist mehr so ein steter Kampf, so nach dem Motto, brieft anders, geht da anders von vornherein ran. Das ist auch ein Umdenken für die Kreativen in den Agenturen. Das ist auch nicht einfach, aber ich glaube, das ist echt ein Prozess, der sein muss, weil sonst werden wir nie da weg von kommen. Wenn ich da ganz kurz einhaken darf, ich merke das ähnlich. Das Spannende ist, und ist die Frage, wohin kommt der Aufruf? Kommt der mehr zu den Brandverantwortlichen oder den Produktverantwortlichen oder in die Kreativagenturen? Verstanden ist, dass nach Push-Werbung Suche kommt. Das ist bei allen da, also dass man online geht. Verstanden ist noch nicht, was muss ich dann für ein Content anbieten? Also die alte Frage, muss ich online gehen? Ja, warum? Weiß nicht, hat mir noch keiner gesagt. Also was liefere ich dann da an Content? Was mache ich mit dieser Masse Mensch? Der Proof ist da. Ist die Push-Ansprache richtig gewesen? Ob er dann direkt kommt, über die Suche kommt, über das Netzwerk kommt? Er landet online. Und zwar ein großer, großer Anteil der Konsumenten, die ich angesprochen habe, bei denen ich Attention geschafft habe. Jetzt komme ich doch wieder mit Elmo Lewis. Die kommen dann da an. Und was liefere ich denen? Eine flash-programmierte Seite, die man in Suche nicht findet, oder ich kann dann, was ich immer wieder gerne erwähne, den Ballisto-Typ rausfinden über mich. Das kann es nicht sein. Was möchte ich am Ende dann tatsächlich an Markenwelt aufbauen? Wie möchte ich ihn binden? Wie möchte ich ihn dort halten und entwickle ihn weiter zum Käufer, was er nicht online kann, aber wie bringe ich ihn über die Online-Seite im Zweifel in den Store, um dort zu kaufen? Und da fehlt es noch. Ich glaube, die große Herausforderung jetzt aus der Sicht von der Kreativagentur, neben der kreativen Inszenierung von einzelnen Kunden, von einzelnen Kontaktpunkten, die natürlich sehr wichtig ist, ist denn nochmal die Frage, ja, aber wie verbinde ich denn diese Punkte eigentlich miteinander? Welche Rolle spielen die denn? Und da glaube ich, das sieht man ja auch, wenn man sich jetzt so anschaut, wo finden Konzeptioner tatsächlich auch eine richtige Aufgabe? Da sehen wir auch bei uns, es gibt Kreative, die finden es super, mit einem Konzeptioner zusammenzuarbeiten und es gibt welche, die fremdeln da vielleicht noch. Das ist tatsächlich ein Entwicklungsprozess. Ich glaube aber nochmal, man braucht gerade am Anfang in der wirklich Ideenfindung und Konzeptionsphase mehr Zeit und man muss auch lernen, dass das wirklich in Schlaufen geht und ein iterativer Prozess ist, der auch beidem gerecht werden muss. Denn was wir ja nicht verlieren wollen ist, wir wollen natürlich nicht die Inszenierung, die kreative Kraft, die wollen wir natürlich nicht ad acta legen und sagen, das können wir jetzt alles ganz mechanistisch lösen. Insofern ist es für mich auch kein Entweder-Oder. Und ich bin ja auch schon häufig falsch zitiert worden mit der Diskussion Technologie versus Kreativität. Völliger Blödsinn. Das eine gibt uns immer mehr Möglichkeiten, kreativ zu sein. Insofern ist es kein Entweder-Oder, sondern sowohl als auch. Und das gilt ein Stück weit eben auch für die Debatte. Das ist aber schwer, weil man tatsächlich mehrere Dinge gleichzeitig tun muss. Ja. Das ist auch ich habe mehrere Punkte mitgenommen, aber zumindest das war auch der Punkt, den ich definitiv von der Google Creative Sandbox, die letztens in Berlin für Kreativagenturen stattgefunden hat, mitgenommen hat. Es ist unglaublich, was eigentlich heute durch die Technologie gepowert an Kreativität eigentlich dann tatsächlich stattfinden war. Ihr wart ja auch dort vertreten, also das war schon sehr beeindruckend. Die Debatte heißt eigentlich The Future of Search, also Search Debate. Larry und Sergey haben immer gesagt, Google ist eine Technology Company. Seid ihr noch eine Technologiegesellschaft? Seid ihr überhaupt noch eine Suchmaschine? Oder ist es nicht heute ganz eine andere Positionierung, die man jetzt eingehen müsste? Oder vielleicht auch schon ist? Nach wie vor ist die Suche unser Kernprodukt und wird es definitiv auch bleiben. Und wir sind nach wie vor eine Tech-Company, weil wir daran glauben, eigentlich fast jedes Problem dieser Erde mit Technologie, mit Mathematik lösen zu können. Larry hat auch mal gesagt, er möchte eigentlich dahin kommen, das ist fast beängstigend, klappt aber durch Technik dahin kommen, dass er Fragen beantwortet, bevor sie gestellt sind. Und wer mit einem Android-Telefon rumläuft, das Jelly Bean hat und auch aktiv hat und auch läuft und auch die Einstellungen mal öffnet,
Das heißt, dass es parallel den Kalender ausliest oder auch die Mails ausliest. Das heißt, das Telefon plötzlich von selber anfängt, mit einem zu sprechen und darauf einen hinzuweisen, dass wir beide heute Abend noch einen Essenstermin haben und es jetzt bei aktueller Verkehrslage an der Zeit wäre, sich ein Taxi zu suchen, sonst komme ich nicht pünktlich. Das ist schon ziemlich cool, weil ich frage nicht nach einem Taxi, es sagt mir, du brauchst jetzt einen, sonst kommst du da nicht mehr hin. Und hier ist übrigens ein Link mit der Telefonnummer, kannst gleich anrufen. Wir bleiben eine Technik-Company, wir versuchen aber, das Leben der Menschen durch Technik leichter zu machen. Und das geht in beeindruckender Weise, wenn man seinen Kopf mal öffnet und Dinge zulässt, die vor allen Dingen in deutschen Köpfen manchmal nicht unbedingt zugelassen werden wollen. Ihr seid mit KMUs groß geworden. Ja, also die Suchmaschinen haben im Prinzip diese Self-Service-Geschichte erfunden und wirklich dann auch implementiert. Local ist das große Thema. Also ich kenne jetzt keine Microsoft-Zahlen, aber ich weiß, jede zweite Suchabfrage auf dem mobilen Endgerät und jede fünfte auf dem stationären PC bei Google ist tatsächlich hat einen lokalen Bezug. Seht ihr das bei eurer Plattform auch? Also das heißt, die gelben Seiten sind tot. Ich glaube, das kann ich heute final bekannt geben, obwohl sie immer noch zwangsweise ausgeteilt werden. Aber was macht ihr für die Winter Bereich? Sind kalt. Man die braucht Winter was sind, zu genau, heizen. Genau, was zu heizen. Ja, richtig. Aber wir haben nun mal einen mittelständischen Markt in Deutschland. Das heißt, was macht Microsoft hier? Habt ihr das aufgenommen? Seid ihr in der Lage, wirklich diesen Mittelständler, vor allem mit dem lokalen Bezug, wirklich auch zu unterstützen und da zu begleiten? Das ist ja auch für beide Unternehmen eigentlich ein großer Wachstumstreiber für die Zukunft. Absolut. Also wir haben zum einen natürlich mit eines der größten Mittelstandsbusiness insgesamt. Also da geht es ja wirklich um die gesamte Palette von Windows über Office, über alle Serverdatenbanken etc., über Cloud Computing, was natürlich jetzt immer mehr Einzug hält. Insofern ist es also nicht nur ein Thema für die Suche, aber da auch. Und da geht es natürlich jetzt in der Form sehr, sehr stark darum, den Partnern wirklich zu helfen, die Reise in die Suche hinein, in Apps hinein, in Windows 8 hinein zu finden, um dort auch eine Wertschöpfungskette, also vor allem auch ein Business für Mittelstandskunden aufzubauen. Es geht also weniger darum, dass wir versuchen, möglichst viele Daten zu sammeln über diese Unternehmen, sondern dass wir den Unternehmen eigentlich eher eine Möglichkeit bieten, sich selber auf verschiedenen Plattformen so darzustellen, dass sie selbst ihr eigenes Business ausweiten können. Okay. Frau Wallraff. Spendings bei Google, immer ein brisantes Thema in der werbetreibenden Industrie. Sie haben eine große Abhängigkeit von einem Player. Ne? Je nachdem, welche Zahlen man nimmt, 62% des Marktes in Deutschland sind bei Google gesetzt. Jetzt müssen Sie noch mehr bei Google ausgeben, wir hören. Ja, es passiert immer mehr. Social, Video, Display. Werden Sie in Zukunft mehr bei Google lassen? Ich weiß jetzt nicht, ob ich das so beantworten möchte. Er hat gleich den Vertrag dabei. Also meine ganz persönliche Meinung ist, dass Google coole Tools hat, aber auch ein Monopolist ist. Von daher möchte ich da langfristig mehr Geld ausgeben. Nein, im Search komme ich nicht an Ihnen vorbei. Ob ich in anderen Bereichen mehr Geld ausgeben möchte, würde ich zumindest für mich persönlich jetzt mal ein Fragezeichen machen. Gut, da habt ihr noch ein bisschen auf der Verkäuferseite noch was zu leisten, das ist ganz klar. Jetzt hätte ich aber gern die Schlagkraft von Microsoft. Was passiert mit den 1,7% oder je nachdem, welche Marktanteile man jetzt nimmt, aber 97% sind bei Google, 1,7% in der Suche bei Microsoft. Alle beklagen sich, Mensch, Wettbewerb ist da. Selbst Google sagt, ein bisschen Wettbewerb würde ganz, ganz gut tun, da würde nicht jeder auf uns schauen. Kommt da heute nochmal, oder nicht heute, aber kommt da jetzt nochmal was oder ist das Thema Suche ein Nebenprodukt von Microsoft? Nee, ganz im Gegenteil. Also ich war selbst zuletzt nochmal mit einer Vielzahl von Kollegen in den USA, die genau diese Entscheidungen treffen, also Steve und natürlich sein Director Board. Wir sind extrem stark in das Thema investiert und da wird also eine ganze, ganze Menge passieren. Beispielsweise uns hilft sicherlich das gesamte Thema Windows 8, das hat man jetzt auch oft in der Form ja schon diskutiert. Im Zuge von Windows 8 werden wir natürlich auch Windows Phone 8, also das Betriebssystem für alle Smartphones, sehr, sehr stark nach vorne entwickeln. Da werden wir auch sehr, sehr bald noch in diesem Quartal vor Weihnachten ein neues Betriebssystem auflegen. Es hilft die Partnerschaft mit Nokia. Es hilft uns sicherlich auch die Diskussion zwischen Apple und Samsung, wo Samsung sich sehr klar auch für das gesamte Thema Phones für Microsoft bekannt hat und auch eine ganze Vielzahl von neuen Phones auf den Markt bringen wird. Und vor allem dann die Verzahnung zwischen diesen unterschiedlichen Diensten bis hinein auch zum Thema Xbox. Und am Ende des Tages geht es uns darum, eine Plattform, eine Suche über alle Plattformen auch zu entwickeln und auch anzubieten. Und wir sehen zurzeit, wie gesagt, in den USA, da entwickelt sich der Marktsuchtrend sehr, sehr positiv. Und auch in Deutschland bin seit
6 Monaten jetzt auch für das Thema Suche verantwortlich. Hat zwar jetzt mit meiner Arbeit nicht unmittelbar was zu tun, sondern vielmehr mit der Teamarbeit. Und das Team tut einen fantastischen Job in Deutschland. Bin ich sehr, sehr stolz drauf. Und insofern danke ich dem Team an der Stelle mal, weil die Frau Wallhoff kann gerne einen Termin bei uns für morgen haben. Sei gegönnt, sei gegönnt. Lars, vielleicht noch zum Abschluss. Ich kriege ja schon die winkenden Hände von hinten. Was ist die Positionierung von Google? Was müssen hier die Teilnehmer mitnehmen, wie sie demnächst ihr Geld bei Google lassen? Was ist die Zukunft der Suche? Was ist die Zukunft von Google? Also ich glaube nicht, dass sie unbedingt per se mehr Geld bei uns lassen müssen. Google positioniert sich zunehmend als jemand, der Lösungen kommunikativer Art für die Businessmodelle der Kunden anbieten will, möchte und auch bereits kann. Am Ende zählt nur eins, der möglichst bessere Erfolg des Kunden in seinem Kerngeschäft. Dafür haben wir eine Menge an Tools, eine Menge an Daten, eine Menge an Research. Je besser wir die verstehen, anzubringen, gewinnbringend für den Kunden, umso besser arbeiten wir. Dass das im Zweifel dazu führt, dass wir mehr Geld verdienen, wäre schön, aber das ist eigentlich unser Core-Leitsatz. Okay. Beide Unternehmen haben mich jetzt noch nicht überzeugt, ein Windows Phone oder ein Android Phone zu kaufen. Ich muss gleich zur Keynote, damit ich mein iPhone 5 bestellen kann. Aber dennoch, vielen herzlichen Dank für die spannende Diskussion. Vielen Dank Ihnen fürs Zuhören. Ich wünsche Ihnen auch viel Spaß auf den Standparty oder auf dem Abendprogramm. Vielen Dank. Okay.